Hey, Andrew. Hallo? Andrew. Mutter Erde an Azeroth. Andrew. Hä? War was? Alter, endlich reagierst du mal. Hast du eigentlich bemerkt, dass Sean seit fast 2 Wochen nicht mehr aufgetaucht ist? Ja, ich glaub schon. Du glaubst? Ist bei dir alles in Ordnung? Stress mit den Frauen. Ach, Maul, du Aushilfspausenclown. Schreib ihm doch eine SMS, wenn du ihn so sehr vermisst. Oder eine Nachricht via Messenger. Oder einfach mal anrufen. Nein, er reagiert nicht. Wie? So gar nicht? Nein, sag dich ja. Das ist weird. Sogar für ihn. Total weird. Was meinst du? Sollen wir ihn vielleicht mal besuchen? Nach der Vorlesung vielleicht. Okay, ja, ich kann uns fahren. Du? Und fahren? Hast du überhaupt ein Auto? Ja. Die Leute lassen dich ernsthaft auf die Straße. Ja, noch. Mal sehen, wie lange sie mich tolerieren. Eigenartig. Ich versuch's mal weiter. Okay, jetzt wird's wirklich eigenartig. 2 Wochen totale Funkstille und jetzt geht's ja nicht mal an die Tür? Vielleicht besucht er auch einfach nur seine Familie. Moment, ich habe einen Ersatzschlüssel für seine Bude. Gleich haben wir's. Wow. Das sieht ja scheiß unordentlich hier aus. So kenne ich ihn gar nicht. Ja, er ist doch normalerweise so fanatisch sauber und hygienisch, dass es schon gruselig ist. Sean? Wir sind's. Trick und Track. Wir suchen unseren Tick. Im Bad ist er nicht. Küche und Wohnzimmer sind auch leer. Nur totale Unordnung. Ich will ja nicht unnötig Panik machen, aber meinst du, wir sollten seine Familie kontaktieren? Vielleicht wissen die etwas. Ich weiß nicht, es muss doch irgendeinen Hinweis geben, wo er als letztes gewesen sein könnte. Ich weiß nicht. Ob wir was in den Kell... Oh, was ist das? Schau mal, ist das nicht sein Taschenkalender, über das ich mich immer lustig gemacht habe? Zeig mal. Eigenartig. Was ist denn? Kannst du was mit dem Gekritzel anfangen? Hier, Nebula, 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 dann noch einen Eintrag hier. Universitätsbibliothek, was ist Nebula? Und dein Termin bei der Wahrsagerin an der Abbey Road? Wahrsagerin? Was will er denn dort überhaupt? Keine Ahnung, aber wir sollten die Orte mal abchecken. Komm. Gut, dass die Bibliothek nicht allzu weit entfernt ist. Gleich sollten wir da sein. Okay, such du mal da und ich such hier hinten. Nein. Nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist auch nicht das Richtige. Nebula, Nebula. So ein Mist, das kann doch nicht sein. Hast du was gefunden? Nein, nichts. Ich frag mal nach. Komm mit. Entschuldigen Sie? Haben Sie zufällig ein Buch mit dem Titel Nebula? Geben Sie mir eine Sekunde. Nein, tut mir leid. Sowas haben wir nicht da. Okay. Dankeschön trotzdem. Ich finde das alles echt merkwürdig. Hey, war da nicht was mit einer Wahrsagerin? Lass uns da mal hin. In Ordnung. Komm. So, ich glaube, hier müsste es irgendwo sein. Ah, siehst du? Ich glaube, das ist das Haus.
Hallo? Jemand da? Scheint irgendwie keiner da zu sein. Auch kein Auto oder so. Und die Jalousien sind auch unten. Ich glaube, es ist wirklich keiner da. Na gut, dann lass uns erstmal zurück. Viel können wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Ja, okay. In Ordnung. Nacht, Spence. Nacht, Andrew. Guten Morgen, Andrew. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr selbst. Ich führe Selbstgespräche. War schon nie ein gutes Zeichen. Mal sehen, was im TV so läuft. In der Kleinstadt Berksley ist schon wieder eine Schülerin verschwunden. Die 16-jährige Emily was? Hat ihren schon Abschluss wieder? In Berksley? Gemacht und wollte einen was heißt die denn schon wieder? Machen. Die Eltern geben die Hoffnung jedoch nicht auf, dass ihre kleine Emily wieder auftauchen könnte. Falls Sie also Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Berksley via Anruf oder E-Mail. Dachte mir, dass du anrufst. Also, hast du es auch gesehen? Findest du das nicht etwas seltsam? Erst verschwindet Sean und jetzt eine weitere Person? Ja, seltsam ist es schon. Lass uns erstmal im Café treffen, danach können wir die weiteren Schritte besprechen. Wir sollten die Familie dieser Emily besuchen. Du meinst die aus dem Fernsehen? Sie ist direkt vor unserer Nase verschwunden. Wir sind momentan in Berksley, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ist dir überhaupt bewusst, dass Berksley sehr groß ist? Kennst du überhaupt die Adresse? Kannst du mir überhaupt verraten, wie du an die Adresse gekommen bist? Naja, es gibt nicht viele Familien mit dem Namen Fuentes, die in Berksley wohnen. Und was sollen wir jetzt sagen? Improvisieren. Hallo, Sie müssen Mr. Fuentes sein. Wir sind, ich bin Andrew, das ist Spencer. Wir haben gehört, was mit Ihrer Tochter passiert ist und... Seid ihr von der Presse? Oh nein, Sir, wir kannten Emily. Sie hat uns mal bei einem Projekt geholfen. Ja, also wir hatten eine Hausarbeit bezüglich Schüler geschrieben, da haben wir sie beim Besuch von einigen Schulen kennengelernt. Sie war sehr nett und hat uns wirklich sehr geholfen. Oh, ach so. Kommt rein, Jungs. Möchtet ihr einen Tee? Oh, nein, nein, bitte. Wir wollen nicht lange bleiben. Wir hatten nur einige Fragen. Fragen? Ja, hat sich Emily vielleicht eigenartig verhalten in den letzten paar Wochen? War sie eher zurückhaltend? Jetzt, wo Sie es sagen. Naja, sie kam nach Hause, hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen und mit niemandem geredet. Meine Frau und ich haben das nicht so beachtet. Ich meine, ihr wisst ja, wie Teenager so sein können. Naja, und jetzt? Ist ihr Zimmer da oben? Ja. Kommt, ich zeige es euch. Das war das Zimmer meiner Emily. Naja, nachdem wir es aufgeräumt haben, natürlich. Aufgeräumt? Ja, es war total chaotisch. Und überall lagen ihre Sachen rum. Ihre Klamotten lagen auf dem Boden, Schulhefte lagen überall verstreut herum. Aber naja, wie ich es schon sagte, ich war auch nicht der Ordentlichste mit 16. Vielen Dank, Mr. Francis. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. In Ordnung, Jungs. Kommt doch morgen ruhig nochmal vorbei. Dann lernt ihr auch Emilys Mutter kennen. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur verschwunden ist. Ich glaube, da ist mehr dran. Was? Vergiss es. Komm, lass uns etwas essen. Ich lade dich ein. Okay. Harry war fast ein Jahr im Ausland und obwohl er und ich eigentlich dafür gesorgt haben, dass der Spuk ein Ende haben sollte, scheint es eher so, dass das Böse nur eine kurze Auszeit genommen hat. Mit Spencers Verschwinden und den eigenartigen Symbolen und Zeichen, die ich bisher entdeckt habe, weiß ich nicht, wo die Reise diesmal hingehen wird. So, wird Zeit, Harry vom Flughafen abzuholen. Na, hast du mich vermisst? Ah, komm her.
Gut, dich zu sehen. So, komm. Lass uns erstmal deine Sachen in mein Auto verladen. Dein Auto? Ja, ich hatte etwas Geld angespart. Naja. Wow, du nimmst ja richtig die Kontrolle über dein Leben. Whatever. Komm, ich hab noch eine Überraschung für dich. Da gibt's noch etwas, worüber ich mit dir reden wollte, aber ruh du dich erstmal aus. Ich glaube, das können wir auch morgen machen. Im Vorort Cecil wird seit fast einer Woche ein junges Mädchen namens Melissa Steen vermisst. Hier können Sie ein Foto von ihr sehen. Falls Sie Informationen über den Aufenthalt dieser Person haben sollten, dann bitten wir Sie, sich umgehend an die örtliche Polizei zu melden. So ein Mist! Harry, komm, die Arbeit ruft! Hä? Was ist los? Andrew? Hey, Andrew, ich warte! Hast du es in den Nachrichten nicht gehört? Ein junges Mädchen wird vermisst. Ihr Name ist Melissa. Ja schon, aber wieso? Komm mit, ich erklär's dir unterwegs. Also, in den letzten Wochen sind genau 3 Leute verschwunden. Als erstes Sean, dann ein Mädchen namens Emily, dann ist Spencer verschwunden und nun haben wir Person Nummer 4. Diese Melissa? Richtig. Seans Verschwinden war in der Tat extremst merkwürdig. Aber was hätten wir tun können? Er ist damals viel später nach Berkeley gezogen. Seine Familie blieb im Norden. Das heißt, dass ihn außer seinem normalen Arbeits- und Freundeskreis sowieso keiner kannte. Als dann auch diese Emily verschwunden ist, war ich mir ganz sicher, dass das kein natürliches Ereignis war. Also haben Spencer und ich angefangen, einige Nachforschungen anzustellen. Die Wohnung von Sean war komplett im Chaos und der Typ hat teilweise einen Sauberkeits- und Ordnungstick, das sogar den von Mom in den Schatten stellt. Und auch das Zimmer von dieser Emily war ein totales Desaster. Woher weißt du das? Spencer und ich waren dort und haben mit dem Vater geredet. Er hat es nicht weiter beachtet, da er der Auffassung war, dass ein unordentliches bzw. chaotisches Zimmer normal ist für Teenies und naja, da hat er nicht ganz Unrecht. Aber als dann auch noch Spencer verschwunden ist und das so ganz plötzlich, war ich total verwirrt. Ich hatte seinen Wohnungsschlüssel, aber alles war sauber. Keine Unordnung, kein gar nichts. Vielleicht ist er ja nicht verschwunden. Doch, er wollte seine Eltern besuchen, hat sich aber weder bei mir gemeldet, noch haben ihn seine Eltern gesehen oder etwas von ihm gehört. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das Verschwinden dieser Leute mit Seans und Spencers Verschwinden zusammenhängt. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, dass wir bei dieser Melissa an Informationen rankommen werden. Das ist ihr Haus. Los, komm. Und was sagen wir? Improvisieren, so wie immer. Entschuldigen Sie bitte, Sie müssen Mr. Steen sein. Wer sind Sie? Ich bin Andrew, das ist mein Bruder Harry. Wir haben gehört, dass Ihre Tochter auf spurlose Art und Weise verschwunden ist und... wir kannten Melissa. Kommt erstmal rein, Jungs. Möchtet ihr was trinken? Also, woher kanntet ihr unsere Melissa? Wir haben damals eine Hausarbeit geschrieben, die Schüler betraf und Melissa war so freundlich, unsere Fragen zu beantworten. Ach so, davon hat sie nie erzählt. Echt, dass das immer wieder klappt? Ist etwas, Jungs? Wir haben uns nur gefragt, ob das Zimmer da oben Melissas Zimmer war. Oh ja, wollt die Jungs das euch ansehen? Vielleicht versteht ihr ja, was damit gemeint ist. Gemeint? Naja, das Zimmer war total unordentlich, aber Melissa war schon immer etwas eigen. Wie auch immer, an der Wand, da war so ein Wort geschrieben. In schwarzer Farbe. Welches Wort? Nebula. War das normal für Melissa? Naja, unsere Kleine hat gerne gemalt, aber sie hat nie ihre eigene Wände als Leinwand benutzt. Naja, die Behörden gehen auch nicht von einer Entführung aus, da das Schloss keine Anzeichen von gewaltsamem Aufbruch vorweist. Könnt ihr euch einen Reim drauf machen? Nein, Sir. Okay, ich glaube, mein Bruder und ich haben sie genug belästigt. Wollen wir jetzt? Nein, ist schon in Ordnung. Kommt, wir begleiten euch noch vor die Tür. Kommst du, Bruder? Entschuldigen Sie bitte. Danke nochmals, dass wir Melissas Zimmer sehen durften. Schönen Abend euch, Jungs. Warum hältst du an? Ich habe was in Melissas Zimmer entdeckt. Ihre Schublade hatte so einen doppelten Boden. Was hast du entdeckt? Wird dir ganz und gar nicht gefallen. Ist das ein... Livre de la Necromancie, das Buch der Nekromantie. Es fängt also wieder an, hä?
Wir müssen zur Seans Wohnung fahren und morgen besuchen wir nochmal die Eltern von Emily. Was erhoffst du dir dadurch? Etwas zu finden, was ich vielleicht beim ersten Mal nicht bemerkt habe. Bei unserem ersten Besuch hatten Spencer und ich so einen Taschenkalender gefunden mit ganz merkwürdigen Einträgen. Wie merkwürdig? Dieses Wort, das die Melissa an ihre Wand geschrieben hat, das hatte ich in Seans Kalender, glaube ich, mal gesehen. Wo habe ich es nur hingelegt? Ah, hier ist es. Was steht denn drauf? Siehst du, hier. Nebula, seitenweise Einträge und dann hier. Gekritzel, eigenartige Symbole. Und hier, Universitätsbibliothek. Was ist Nebula? Und hier, Besuch bei der Wahrsagerin. Eine Wahrsagerin? Spence und ich waren schon in der Bibliothek. Da war kein Buch mit dem Titel Nebula. Und als wir die Wahrsagertante besuchen wollten, war sie nicht da. Meinst du, wir finden bei dieser Emily auch so ähnliche Einträge? Ja, wie gesagt, die Dinge ändern sich. Deswegen sollten wir nochmal jeder Spur gründlich nachgehen. Angefangen bei Emily. Ach, hallo, du bist's. Komm nur herein. Aber dein Gesicht ist mir neu. Das ist mein Bruder Harry. Angenehm. Meine Frau hat schon Tee gemacht. Seid ihr hier, weil schon wieder ein Mädchen verschwunden ist? Ihr habt doch bestimmt auch davon gehört, oder? Ja, haben wir. Aber wir wollten gar nicht lang bleiben, denn, wissen Sie, Mein Bruder hat wohl bei seinem letzten Besuch hier seine Armbanduhr verloren. Ja, ich glaube, sie liegt noch immer im Zimmer von Emily. Dürfte ich daher nur ganz kurz nachschauen, ob sie da noch immer liegt? Meine Frau ist zwar tagtäglich im Zimmer gewesen und hat nie etwas gefunden, aber natürlich, schauen Sie nur nach. Harry, trink du doch einen Tee mit Mr. Fuentes und sag ihm, wie wunderschön du eigentlich ihr Haus findest. Komm, mein lieber Harry, das ist meine Frau Maria. Nun erzähl uns doch mal, worum ging es nochmal bei dem Projekt deines Bruders, in dem Emily involviert war? Hier muss es doch irgendwo rumliegen. Komm schon, Kleines, du hast doch sicher sowas wie ein Tagebuch. Na los, wo ist es nur? Wo? Da wusste ich's doch. Nebula. Perfekt. Andrew, haben Sie es gefunden? Was? Ja, ich, Tollpatsch, muss es hier einfach bei meinem ersten Besuch verloren haben. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Mein Bruder und ich sollten Sie nun in Ruhe lassen. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, es hat uns sehr gefreut. Beehrt uns bald wieder, Jungs. Hast du etwas gefunden? Sieh dir Ihr Tagebuch an. Auf jeder Seite steht Nebula. Nebula. Immer wieder. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber es ist die einzige Verbindung zwischen allen. Was machen wir jetzt? Naja, bisher gehen wir doch davon aus, dass Emily vermisst wird, korrekt? Meinst du etwa? Naja, wir sollten in Erwägung ziehen, dass sie vielleicht nicht mehr am Leben sind. Wir haben doch keine Beweise dafür. Du hast das Ding mitgenommen? Hier. Geisterbeschwörung. Wessen Geist willst du denn herbeirufen? Emilys. Ich weiß nicht, Mann. Das ist zu gefährlich. Hier, man... Oh, Mist. Man braucht menschliche Überreste. Verdammt. Du hast doch gesagt, dass das ihr Tagebuch ist, oder? Weiter? Ach so. Naja, in gewisser Art und Weise ist das ja auch ein Teil von ihr. Also vorausgesetzt, sie hat es als solches angesehen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, was noch? Einige Zutaten? Gut, besorg du die Zutaten. Ich bereite zu Hause alles vor. Also gut, fangen wir an. Emily, ich rufe dich. Emily, wenn du mich hören kannst, erscheine. Haben wir was falsch gemacht? Ich glaube, wir haben eine Zutat vergessen. Welche Zutat denn? Lass mal sehen.
Wir haben hier doch alles. Oh, menschliche Energie. Ich dachte, es reicht aus. Wenn wir uns einfach nur, konzentrieren. Was? Müssen wir jemanden opfern? Warte mal. Energie. Natürlich, Blut. Im übertragenen Sinn ist menschliches Blut eine Energiequelle. Okay. Ich kann das. Andrew, nein, das ist doch... Gib mir das Messer. Nein, passt schon. Du bist älter, du bist klüger. Wenn was passieren sollte, kommst du besser damit klar. Ach, ein kleiner Schnitt in die Hand. Schnell und schmerzlos. Ah. Emily, kannst du uns hören? Wenn du uns hören kannst, erscheine. Wo bin ich? Emily, erzähl uns, was passiert ist. Nebula, ich muss nach Nebula. Emily, was ist dieses Nebula? Erzähl es uns. Hilf uns. Ich habe dieses Buch gefunden und ich hatte Albträume. Ich wollte es loswerden, aber es ging irgendwie nicht. Es hat sich an mich gebunden. Es lässt mich nicht gehen. Ich kann nicht. Es verlangt nach mir. Emily, was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ein Nebel. Ein Wald. Es war so dunkel. Und nachts, ich hatte Angst. Und es war so kalt. Ich... So ein Mist. Sie ist verschwunden. Na, verdammt, meine Hand. Andrew, was hast du? Okay, es geht schon wieder. Sieh mal, da ist ein neues Symbol auf meiner Hand. Dann hattest du recht mit deiner Vermutung. Emily ist tot. Wahrscheinlich sind die anderen es dann auch. Vielleicht. Wir können nur davon ausgehen, dass Emily auf dem Weg zu diesem Nebula umgekommen ist, aber wohl dort noch gefangen ist. Sie sagte immer wieder, dass sie dahin muss. Vielleicht leben die anderen ja noch. Wir müssen dieses Nebula finden. Okay, gut. Die Universitätsbibliothek, da stand doch in Seans Kalender und noch dieser Besuch bei der Wahrsagerin, dem sollten wir nachgehen. Wohin zuerst? So, also Kopf, Wahrsagerin, Zahl, Bibliothek. Hallo, Ma'am, wir sind... Ich weiß, wer ihr seid. Du bist Harry und du musst Andrew sein. Woher? Ich bin Wahrsagerin, Kleiner, und zwar eine richtig gute. Aber wenn ihr hier seid, dann hat das sicher nichts Gutes zu bedeuten. Na, kommt erst mal rein. Ich habe gerade frischen Tee gemacht. Ihr trinkt doch Tee, oder? Sie müssen sich jetzt... Setzt euch. Ich bin gleich wieder da. Okay, die Alte ist niemals eine Wahrsagerin. Ich meine, so etwas existiert nicht. Wir sind hier nicht bei The Mentalist oder so. Was ist hier los, Mann? Du bist derjenige mit dem Zauberbuch und der komischen Narbe auf der Hand. Sag du es mir. Denkst du, wir sollten... Ich hab keine Ahnung. Ich meine, sie weiß doch schon alles, oder? Jetzt kommt erstmal runter und macht euch nicht so viele Gedanken, ihr zwei. Ja, also, Mrs. Ach, nenn mich Shirley. Hier nennt mich jeder so. Und nein... Keine Sorge, junger Mann. Ich erzähle euch keinen Unsinn und ich werde euch euer Geld auch nicht aus der Tasche ziehen. Nein, meine Künste sind für euch kostenlos. Das habe ich gesehen, Andrew. Was? Wehe, du stellst die Füße auf meinen Tisch, junger Mann. Das, aber... Ihr zwei habt sicher eine Menge Fragen. Wollt ihr mir denn jetzt was erzählen oder soll ich einfach weiter eure Gedanken lesen? Nun, es ist so, Charlie. Uns ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen eine Menge Leute verschwunden sind und mein Bruder Andrew hielt es am Anfang für einen Zufall.
Aber dann sind zwei Menschen aus unserem Umfeld verschwunden. Und als wir genaue Nachforschung angestellt haben, fanden wir heraus, dass bei allen Vermissten das Zimmer verwüstet war. Und wir fanden mehrmals Notizen mit dem immer gleichen Wort. Nebula? Genau. Und bei einem Freund von uns fanden wir einen Eintrag in seinem Kalender mit Wahrsagerin. Also sind wir hier und hoffen, dass sie uns irgendwie weiterhelfen können. Naja, also ich weiß auch nicht, wieso euer Freund mich aufsuchen wollte. Und ich kann euch auch nicht helfen, die zu finden, die ihr vermisst. Was ich aber machen kann, ist in eure Zukunft zu schauen. Ich muss euch aber warnen. Es ist die eine Sache, die Gedanken von Menschen zu lesen. Es ist aber viel, viel schwieriger, in die Zukunft zu blicken. Denn meist ist es nicht so, wie es zu sein scheint. Fangen wir an. Kommt mit an den großen Tisch. Andrew, mein Junge, wärst du so lieb und lässt die Jalousien herunter? Bevor wir beginnen. Andrew, zeig mir deine Hand. Meine Hand? So einmal kriegt man nicht von überall, junger Mann. Du hast dich mit den dunklen Künsten befasst, nicht wahr? Der Weg, den ihr Jungs da einschlagt, ist sehr gefährlich. Auch wenn du denkst, dass es das Richtige war, diesen Geist zu beschwören. Es ist dennoch gefährlich, Magie zu praktizieren, die so alt ist. Es war notwendig. Wir müssen die Vermissten finden. Nur wir können es. Die vermissten Personen, sagst du? Pass lieber auf, dass du dich nicht auf der Suche nach dir selbst verlierst, Junge. Also gut. Nehmt euch an die Hände. Ich sehe ein großes Feld. Fast so groß wie eine Stadt. Dunkel. Es ist Nacht und teilweise nebelig. Ihr seid alleine und da ist... Was ist da? Ich sehe Licht. Hey, Licht. Ich meine, das ist doch was Positives, oder nicht? Ich sehe viele kleine Lichter brennen. Links und rechts ein Anwesen, ein sehr großes Anwesen und ein Zimmer, ein dunkles Zimmer. Ich sehe Erde, ich sehe ein kleines Kind, umgeben von einer negativen Aura. Ich sehe euch zwei, umrandet von kleinen Lichtern. Es ist dunkel und es regnet, aber die Lichter bleiben an. Shirley? Ihr Jungs solltet jetzt besser gehen. Ich glaube, egal was ich euch sage, wird euch eh nicht von eurem Kurs abbringen. Na los, Jungs, wird schon langsam spät, findet ihr nicht? Es sei denn, ihr wollt einer Dame dabei Gesellschaft leisten, wie sie abends ihre Lieblingssendungen anguckt. So, wartet noch kurz, ich komme gleich wieder. Naja, was wissen wir? Großes Feld. So groß wie eine Stadt ist es vielleicht einfach nur eine verlassene Stadt. Vielleicht eine große Baustelle oder ein Schrottplatz. Ich meine, sie sagte selber, dass in die Zukunft schauen ziemlich schwer ist. Dann dieses Wort Nebula und Emilys Geist, die wir gerufen haben. Denkst du, dieses Nebula ist genau dieser Ort? Ich habe eine ganz starke Vermutung. Ich kann euch wohl nicht davon abhalten, etwas Dummes zu tun, aber vielleicht kann ich euch wenigstens etwas helfen. Ich habe hier noch zwei Dolche rumliegen, die Klinge aus Silber und der Griff aus Eisen, mit einer goldenen Ummantlung, und beide wurden von einem tibetanischen Priester gesegnet. Ein Kunde hat sie mir geschenkt, aber ich habe keine Verwendung dafür. Wenn ihr schon Geister beschwört und euch mit den Toten auseinandersetzt, dann wohl lieber bewaffnet. Silber und Eisen sind besonders effektiv gegen Tote, aber das wisst ihr ja bereits. Wow. Dankeschön, Shirley. Und Sie sind sich sicher? Ja, sie gehören euch. Und Jungs, seid auf der Hut. Ich habe da so ein Gefühl, dass bald ein großer Sturm auf euch zukommen wird. Ja, Ma'am. Es ist ja wirklich ziemlich schnell dunkel geworden. Komm, Andrew, ich fahre. Wir sollten in die Bibliothek. Ja, du hast recht. Lichter. Kerzen, Nebula. Der Teufel verwehrte Jack den Zutritt in die Hölle. Deswegen wandelte er auf Erden. Die glühende Kohle, die Jack vom Teufel bekam. Kürbisse. Was murmelst du da vor dich hin? Ich versuche mir einen Reim auf diese ganzen leuchtenden Lichter zu machen. Kennst du noch die Geschichte vom Hufschmied Jack? Ja, du meinst der den Teufel austrickste und als Bestrafung dafür keinen Zutritt an das Höllenreich bekam?
und deswegen auf der Erde umherwanderte mit einer glühenden Kohle? Denkst du, die Lichter stehen für die Geister, die nicht in den Himmel oder in die Nachwelt kommen? Du hast ja Emily gehört. Sie sagte, sie muss nach Nebula. Und in der Geschichte wurde Jack der Eintritt in die Hölle verwehrt. Denkst du, ihr Geist erleuchtet ein Licht? Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Stadt, die Shirley gesehen hat, dieses Nebula sein muss. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir dahin gelangen. Und wie stellst du dir das in einer Universitätsbibliothek vor? Du meintest ja, dass sie bei deinem letzten Besuch keine Bücher über ein Nebula hatten. Wollen wir einfach reinspazieren und fragen, ob es Literatur gibt zu Geisterstädten? Hey, das ist eigentlich gar nicht so eine dämliche Idee. Komm mit! Hi, Entschuldigung, mein Freund und ich arbeiten zurzeit an einer Hausarbeit über Okkultismus im Mittelalter. Da wollte ich fragen, ob Sie vielleicht irgendetwas in dieser Richtung rumliegen haben? Vielleicht irgendwelche Dokumente über Legenden, Mythen oder urbane Legenden? Ein Gruppenprojekt? Okay, gut. Naja, da haben wir es zwar nicht direkt da, aber es gibt viele alte Zeitdokumente und auch einige Lokale. Die sind ziemlich alt, aber ihr könnt ja mal einen Blick reinwerfen. Ach, das wäre fantastisch. Hier sind sie. Viel Spaß. Und behandelt sie bitte mit Vorsicht. Sie sind wirklich schon ziemlich alt. Okay, gut. Juhu. Als ob ich die Universität nie verlassen hätte. Also gut, du übernimmst diesen Stapel und ich den hier. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Hey, gib mir mal diesen Block, der da rumliegt. Hey du, gib mir mal eine Seite. Hast du noch einen Kuli? Dir ist es also auch aufgefallen. Ja, siehst du? Versammlung in Nebula. Eine Feier zur Geburt des Kronprinzen am Anwesen in der Stadt Nebula. Ja. Oder hier, ein neuer Hofarzt. Und schon wieder dieses Nebula. Ah, verflucht! Hey, pass! Oh, gut gemacht, Andrew, du Pfeife. Ich hoffe, die Bibliothekstante hat das nicht gesehen. Komm, räumen wir schnell die Seiten auf. Du weißt doch, wie diese Leute sein können. Oh, was haben wir denn hier? Hey, schau mal. Eine alte Feder. Wetten, die hat dem Typ da gehört, der diese Tagebucheinträge verfasst hat? Möglich wär's. Also gut. Lass uns mal die restlichen Stapel abarbeiten und schauen, was sich so an Informationen ergibt. Sag mal, wie lange sind wir hier schon? Kommt mir vor wie Stunden. Ungefähr anderthalb Stunden. Hast du noch was Brauchbares gefunden? Naja, oh, hier. Heute Nacht wurde eine Gruppe von Hexen verbrannt. Hexen? Naja, die dachten doch, dass jede Frau, die irgendwie halbwegs intelligent war, gleich eine Hexe war, oder nicht? Hast du was zu Hexenverbrennungen? Jein. Hier. Der ausländische Arzt ist aus der Stadt geflüchtet. Kurz daraufhin begann die Säuberung. Die Säuberung? Was für eine Säuberung? Das habe ich mich auch gefragt. Aber hier, der Kult der Verdammten, so wurden sie genannt. Ein Orden aus Hexen, die die Kirche entehrten und heidnische Rituale praktizierten. Es wurde jedem Gelehrten verboten, Abbilder von den Symbolen zu machen, die in ihrem Versteck gefunden wurden. Steht da noch etwas über diesen komischen Arzt? Ah, warte mal. Nein. Und doch, halt, warte mal hier, hör zu. Der Arzt ist zurückgekehrt, mit ihm seine Ordensbrüder. Ich muss schnell machen, ich schicke meine zwei Kinder und meine Frau fort, Richtung Süden. Werte Lords und Ladies, falls ihr das lest, flieht, der Tod ist über uns gekommen. Gezeichnet John Edwards. Ich weiß, Shirley hat uns davor gewarnt, aber
Denkst du, wir... Ja, wir sollten versuchen, den Geist von diesem John Edwards-Typen zu rufen. Packen wir erstmal alles zusammen. Aber die Feder müssen wir unbemerkt mitnehmen. Das sind die einzigen menschlichen Überreste von dem Kerl. Denn eine Todesurkunde oder sowas habe ich nicht gefunden. Ich bezweifle also, dass er irgendwo vergraben liegt. Bist du bereit? Ja. Ich rufe den Geist von John Edwards. John, wenn Sie uns hören können, erscheinen Sie. Wo bin ich hier? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Seid ihr die Anhänger des Kultes? Ich leide doch schon. Seht ihr das denn nicht? Lasst mich endlich in Ruhe. Dein Name ist John Edwards. Du bist aus Nebula. Du hast über dich, dein Leben, deine Familie. Du hast einfach über alles geschrieben. Und auch über die Geschehnisse in der Stadt. Wer seid ihr? Was ist der Kult der Verdammten? Was ist passiert? Erzähl es uns. Dieser ausländische Arzt. Er kam an den Hof. Konnte wie durch ein Wunder die Kranken wieder heilen. Also hat ihn der Graf zum Hof auserlernt. Er genießte Respekt und bekam Fördermittel für seine Arbeit gestellt. Eines Tages jedoch entdeckten einige Soldaten bei ihrer normalen Patrouille, wie Frauen im Wald ein heidnisches Ritual ausführten. Sie wurden an den Hof gezerrt, der Hexerei beschuldigt und verbrannt. Die Geschehnisse häuften sich weiter an, bis einige den Arzt beschuldigten und sagten, dass es ein Anhänger sei. Der Graf beugte sich dem Willen des Volkes und so wurde die Kammer des Hofarztes aufgebrochen und... Und weiter? Der Arzt, er war ein Nekromant. Aber bevor die Soldaten ihn fassen konnten, hat er das Land verlassen. Das Einzige, was von ihm übrig war, war die blutrote Handschrift an der Mauer seiner Kammer. Was stand da drauf? Der Tod, er kommt euch holen. Kannst du uns zeigen, wo diese Stadt ist? Kannst du uns zeigen, wo Nebula ist? Habt ihr eine Karte? Es ruft mich. Ich kann mich seinem Ruf nicht länger entziehen. Kommt nicht. Ich kann es euch zeigen, aber ich warne euch. Der Tod kam über uns und es wird auch über euch kommen. Sein Mist! Die Karte, sie brennt! Sieh nur. Das Feuer ist aus und ein Teil der Karte wurde nicht verbrannt. Denkst du? Ja. Ich glaube, hier liegt Nebula. Lass uns erstmal ins Bett. Morgen haben wir viel Arbeit vor uns. Ist schon witzig. Normalerweise. Naja, um die Zeit rum würden wir uns Horrorfilme angucken und coole Fotos machen in unseren Kostümen und uns schon wie kleine Kinder auf eine Halloween-Party freuen. Stattdessen gehen wir auf Geisterjagd. Naja, bis jetzt waren die Geister eher friedlich und jagen mussten wir sie auch nicht. Gut, haben wir alles? Die zwei gesegneten Dolche von Shirley, Proviant, das Buch. Obwohl ich nicht so erfreut darüber bin, dass wir es mitnehmen. Literatur über verschiedene Religionen, Taschenlampen, Ersatzbatterien, nochmal Ersatzbatterien. Kann man wohl nicht genug haben. Streichhölzer, zwei alte Öllampen, wo auch immer du das hier hast. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja, ich glaube, wir haben alles. Weißt du, eine Sache verstehe ich nicht. Was denn? Wir wissen nicht unbedingt, wie und wieso Emily und die anderen in dieses Nebula gelockt wurden. Wenn es an dem Buch hier liegt, warum hat es dann keinen Einfluss auf mich? Ich habe das Buch nun zweimal benutzt und bis auf mein schickes neues Tattoo hier hat sich nichts verändert. Du hast recht. Merkwürdig ist es schon. Lass uns trotzdem vorsichtig sein. Lass uns losfahren.
Okay, wir sind da. Showtime. Sag mal, Andrew, wir haben doch erst 13 Uhr oder so, oder? Ja, den Drehraum eigentlich. Wieso? Wo ist denn die Sonne? Wir sind vielleicht mal seit 5 Minuten in diesem Wald und es kommt mir so vor, als ob wir schon fast Abend hätten. Naja, wir laufen noch nicht zu einem normalen Ort. Und die Dinge, die in den letzten paar Tagen passiert sind, sind alles andere als Standard. Die Kelten, Bruder. Die Kelten. Der Schleier der Welten? Ganz genau. Andrew, merkst du eigentlich, wie dicht dieser Nebel wird? Ja, und schau mal, da. Was? Was ist da? Ganz genau, nichts. Nichts außer Dunkelheit und Nebel. Es ist so dicht, dass... Dass man nicht mal richtig erkennt, woher wir kamen. Okay, dann gibt es wohl erstmal keinen Weg zurück. Spürst du das? Es wird immer kälter. So ein Mist! Warte, warte! Wir haben ja genug Ersatz eingepackt. Gib mir einen Moment. Okay, so. Siehst du jetzt, Andrew? Wo schaust du hin? Siehst du? Siehst du das da? Die zwei da. Sind das Geister? Ja, eine Gruppe von Frauen. Hey, denkst du, hierbei handelt es sich um die gleiche Gruppe, die John Edwards erwähnte? Ja, doch. Ich glaube schon. Komm, lass uns das genauer ansehen. Mist! Haben sie uns gesehen? Ich habe keine Ahnung, ob sie uns sehen können, aber versuchen wir lieber nicht aufzu... Vorsicht, duck dich! Harry, sieh doch. Sie sind weg. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut, danke. Komm, wir müssen weiter. Naja, die Dolche scheinen zu funktionieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gleich noch mehr von denen begegnen werden. Tu mir einen Gefallen. Halte deinen Dolch draußen. Nur zur Sicherheit. Oh Mann, kommt's nur mir so vor, als ob wir seit Stunden hier umherlaufen. Denkst du, wir sollten eine kurze Pause einlegen? Ja, wir können ein paar Minuten hierbleiben und was Kleines essen. Sag mal, ist das eine Scheinerscheinung von dem Nebel? Oder kommt uns da jemand entgegen? Harry, hinter dir! Pass auf! Okay. Das waren wohl die Soldaten, die die Hexe damals im Wald gefunden haben. Schätze ich mal. Ja, ich glaube schon. Weißt du, ob Edwards die Anzahl erwähnt hat? Nein. Na großartig. Was denkst du, wie viele Menschen hier umgekommen sind und dessen Geister über die Jahre mega angefressen sein müssen? Eines ist aber schon merkwürdig, findest du nicht? Die Hexen wurden im Wald gefunden. Jedoch nicht hier getötet. Sie wurden an dem Hof gezerrt.
der Hexerei beschuldigt und dann verbrannt. Das hat doch Edwards gesagt. Wie kommt es also, dass wir ihnen gerade begegnet sind? Wieso hier? Ich weiß nicht. Vielleicht stecken sie hier irgendwie fest oder müssen die Art und Weise, wie sie gestorben sind, immer und immer wieder durchleben. Wie ein Loop also? Genau, wie ein Loop. Mal was anderes. Naja, die Dolche funktionieren und die Geister vertreibt es. Aber Geister sind schon tot. Wir können sie, schätze ich mal, nur temporär ausschalten und uns somit retten. Das müssen wir beachten. Psst, hörst du das? Hören ja, aber was ist das? Der Nebel wird immer dichter und ich kann kaum was erkennen. Die Hexen von vorhin. Oder vielleicht auch andere Hexen. Vergiss nicht, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem ganzen Kult zu tun, der die dunklen Künste praktiziert hat und dafür verbrannt wurde. Und noch was. Ja, ich weiß. Es ist bald wieder soweit. In wenigen Stunden beginnt die Halloween-Nacht. Dann wird es erst recht besonders gefährlich. Hey, ich glaube, ich kann da vorne was erkennen. Noch mehr Hexen. Ich verstehe einfach nicht, was sie sagen. Ihr Geflüster ist einfach zu leise. Wir haben an sich nur zwei Optionen. Drum herumschleichen und nur vielleicht erwischt werden. Es zu einem Kampf kommen lassen und mit viel Glück diesen überleben, oder? Oder? Eine akustische Ablenkung erschaffen, die Hexen in eine falsche Richtung locken, damit wir weiter können. Nur damit sie dann die Scharade vielleicht doch durchschauen, zurückkommen und es wieder zu einem Kampf kommt. Versuchen wir Variante A. Wir sollten vielleicht das Licht unserer Taschen... Na toll, sie gehen aus. Meinst du, das haben wir der Aura unserer Sabrina und ihren Freundinnen zu verdanken? Ich kann kaum noch was erkennen, so dunkel ist es. Na gut, Paranormales und Elektrizität gehen nicht Hand in Hand, aber dafür haben wir die Öllampen. So, Moment. Hier, komm, lass uns... Harry! Geht's dir gut? Dein Arm? Du blutest ja! Geht schon. Lass uns mal kurz durchatmen. Wir haben doch einen Erste-Hilfe-Kasten mitgenommen. Wir sollten uns verarzten. Die Wunde an deinem Kopf sieht auch nicht besonders prickelnd aus. Hey, ich glaube, da vorne wird's... Ja, ich glaube, es wird heller. Ente, schau mal, ich glaube, wir sind gleich da. Ja, ich glaube, du hast recht. Oh, ich wette, einen Regenschirm haben wir nicht. Das... Ich meinte, das war doch kein Meer. Harry? Lauf! Lauf! Mich, Larry, die hier, menschliche Knochen. Komm schon. Vorstellen müsste, wie er gegen einen Zombie kämpft. Diese Geräuschkulisse wäre passend. Andrew, wir sind da. Wir sind im Nebula. Die Stadt der Nebel. Also gut. Wir müssten jedes Gebäude nach Hinweisen zu unseren Freunden durchsuchen. Mit ganz viel Glück werden wir sie hier finden. Am Leben.
Die Stadt ist schon etwas groß, wo... Lichter. Genau wie im Shadows Voraussage. Okay, lass uns einfach in dieses Gebäude links. Andrew, ist alles in Ordnung mit dir? Es ist kalt, es regnet. Die Lichter gehen an, so wie Shirley es prophezeit hat, und wir suchen nach unseren Freunden in einer verlassenen Geisterstadt. In der Hoffnung, dass sie vielleicht am Leben sind. Nein, ich habe panische Angst. Okay, komm. Lass uns rein. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber du checkst mal die Küche da ab. Ich schau hier nach. Hörst du das? Da weint jemand. Ich glaube, das kommt von da oben. Komm schon, Andrew. Dort in der Ecke. Es ist ein kleines Kind. Goldene Regeln im Horrorfilm. Nimm Abstand von kleinen Kindern. Hey, wie heißt du? Wir wollen dir nichts tun. Hallo? Mist, die Tür geht nicht auf. Dann müssen wir über das Dach runterklettern. Ich meine, hier haben wir sowieso keine Hinweise gefunden. Komm schon! Hier ist aber kein Zugang zu einem Dach. Dann wurden die Fenster. Los, komm! Hier, da kannst du dich festhalten, aber sei vorsichtig. Gut. Okay. Ich gehe zuerst. Es muss möglich sein, sich hier irgendwo festzuhalten. Zuerst der Geist und jetzt... Lass mich los, du Drecksding! Andrew! Halt durch! Warte! Ich bin gleich da! Alles in Ordnung? Wenn wir unsere Freunde wiedergefunden haben, fackel ich diese Stadt ab. Will uns hier eigentlich alles und jeder umbringen? Oh, wo sind die netten Geister hin? Wo ist dieser John Edwards? Das frage ich mich langsam eigentlich auch. Sag mal, sind hier auch schon vorher Geister rumgelaufen? Sieh doch, die Stadt füllt sich leicht. Aber irgendwie beachten sie uns kaum. Keine Ahnung, wieso diese uns in Ruhe zu lassen scheinen, aber wir sollten trotzdem auf der Hut sein. Komm! Okay, Lichter hatten wir. Ein kleines Kind, Geistermädchen, das zähle ich zu Kind mit negativer Aura. Fehlt noch die Erde, Zimmer und Anwesen. Wovon sprichst du? Von Shirleys Blick in die Zukunft. Bis jetzt sind alle ihre Vorhersagen eingetreten. Also wenn wir nicht in Lebensgefahr schweben würden und es hier nicht ziemlich gefährlich wäre, wäre es ein super Ort, um Halloween zu feiern. Eine verlassene Geisterstadt, Geister, die herumwandern und uns kaum Beachtung schenken, dann wiederum Geister und andere Wesen, die uns attackieren und töten wollen, Lichter in Form von Fackeln und Kerzen an den Dächern und dann Straßenkreuzungen, die einfach nicht ausgehen möchten, obwohl es regnet. Hin und wieder hört man einen Geist weinen, manchmal überraschen sie dich von der Seite und schreien dir ins Ohr und attackieren dich dann. Und dann das Geheule, das aus dem Wald kommt, das eindeutig auf Werwölfe zurückzuführen ist. Ich glaube, wir haben alles für ein Halloween-Setting. Sieh mal, wie riesig das Anwesen ist. Harry, da am Fenster! Was ist da? Ich hab ihn gesehen, komm mit, los! Komm mit, ich hab schon gesehen, komm schon! Warte, Andrew, warte auf mich! Hier entlang!
Los, beeil dich! Warte, Andrew, das könnte eine... So ein Mist. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Andrew! Andrew, kannst du mich hören? Ja. Ja, okay, also, hör zu. Die Lampe hier ist zwar etwas beschädigt, aber funktioniert noch. Ich werde mich hier wohl oder übel umsehen müssen. Es schmerzt, das zu sagen, aber wir haben keine andere Wahl. Ich habe ihn gesehen. Das heißt, dass sie auch vielleicht Spencer sein muss. Melissa, du wartest, wo du bist, und ich versuche, einen Weg zu finden. Bis später! Wie lange ist der schon weg? 5 Sekunden? 5 Minuten? 5 Stunden? Ich kann hier nicht einfach so... Moment mal, da vorne. Spencer? Hey, ich bin's, Harry. Spencer, hier. So ein Mist. Spencer? Hä? Noch mehr Geister? Sie tanzen. Von wo kommt diese komische Musik? Die Lichter gehen an. Okay, ich sollte zurück zur Eingangs. Nein, 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 nein! Das kann nicht wahr sein! Mist! Andrew! Andrew, hörst du mich? Wir werden hier sowas von draufgehen. Okay, beruhig dich. Das ist ein Haus. Ein sehr, sehr großes Haus. Aber von der Grundstruktur ein Haus. Ein riesiges, BG- und bewohnbares Gebäude. Also es gibt vielleicht mehrere Ausgänge und auch mehrere Eingänge. Aber alle sind irgendwie miteinander verbunden. Also werde ich Andrew ganz sicher treffen. Also, los geht's. Puh. Dunkel, kalt, gefährlich. Mal gehen Lichter in Form von loderndem Feuer an, mal erlöschen sie. Mal tanzen Geister, mal verschwinden sie. Mal werde ich attackiert und mal bin ich allein. Wäre das hier nicht so ein verdammt gruseliger Ort, wäre es eine super Location für Hello. Ich klinge schon wie mein Bruder. Sekunde, da vorne. Das sieht verdammt nochmal aus wie diese Melissa. Hey, Melissa? Bist du's? Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin, dich gefunden zu haben. Mein Bruder und ich suchen nach unseren vermissten Freunden und nach dir. Und nach Los, komm, wir müssen hier einen Ausweg finden. Ich bringe dich zu deinen Eltern, versprochen. Hallo? Verstehst du, was ich sage? Melissa! Nein, 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 nein! Verdammt! Das heißt, sie ist auch tot. Und nur ein Geist. Emily, Melissa und Spencer. Das war nicht er, das war eine... Verflucht, das war eine Falle. Und ich wusste es, verdammt. Andrew denkt, dass Seans Geist echt wäre. Verflucht, ich muss irgendwie zu Andrew gelangen.
Das sind einfach zu viele. Das schaffe ich nicht allein. Bitte greift mich nicht an, beachtet mich nicht. Andrew, wo? Los, hierher! Komm! Komm schon! Hey, warte! Mist, abgeschlossen. Wir müssen also kämpfen. Andrew, wieso schneidest du dir in die Hand? Was ist das für ein Sim? Also wenn du diesen Trick aus dem komischen Buch hast, dann bin ich mal nicht sauer, dass du wohl wieder rumgeblättert hast. Wie auch immer. Hör zu, wir müssen verschwinden. Wir beide sind die einzig Lebenden hier. Sean ist tot, Spencer ist tot, Emily und auch Melissa. Hör zu, hier ist niemand, der am Leben ist, außer uns beiden. Falsch. Was redest du? Was? Wir müssen hier raus. Hast du einen Ausgang finden können? Oder vielleicht steht im Buch ja irgendein Zauber, wie man die Tür öffnen kann oder so. Es ist schon zu spät. Die Halloween-Nacht hat begonnen. Der Tod ist nun eingetroffen. Es gibt keinen Weg für dich hinaus. Was redest du, Andrew? Wo ist dein Silbermesser? Wo ist dein Silber? Nein, 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 nein! Andrew ist, naja, tot. Fragt sich vielleicht, wieso die Scharade und das Ganze, aber naja, kaum einer hatte so weit geschafft wie ihr zwei Idioten und das Ganze nur, weil ihr dachtet, eure Freunde retten zu können. Es gibt kein Entrinnen vor mir. Es gibt kein Entrinnen vor dem Ende. Das gab es nie. Das haben auch die Stadtbewohner am eigenen Leibe gespürt. Nicht einmal dein Bruder konnte sich verwehren. Und glaub mir, er hat's versucht. Verschwinde aus dem Körper meines Bruders. Oder was? Schlimmst du mich dann auf? Oder böse, böse Harry ist sauer und will mich umbringen. Denkst du etwa, dass dein Silbermesser dir hilft? Es gibt keinen drinnen für dich. Du hast dein Silbermesser nicht in der Hand und ich schätze einfach mal, dass du nach wie vor eine Schwäche dagegen hast. Vielleicht muss ich meinen Bruder ja verletzen, aber töten wird es ihn nicht. Dich hingegen wird es schwächen. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben gemacht. Aber ist dir immer noch nicht etwas aufgefallen? Dieser komische rote Fleck auf meiner Brust. Hier, ich zeig's dir. Das ist ein Trick. Nein, tut mir leid, wie ich schon sagte. Dein Bruder ist tot. Du kannst mich mit dem Messer vielleicht verletzen, deinen kleinen süßen Bruder wird es aber nicht retten. Also was nun? Ich kann dir gerne alle Türen hier öffnen, aber sobald ich das mache, wird durch eines dieser Türen eine Menge Freunde von mir durchlaufen, die dich ganz sicher nicht am Leben lassen. Oder willst du kämpfen sterben? Diese Option gäbe es auch. Also gut, ich mache es dir einfach. Mal sehen, wie weit du kommst! Happy Halloween.
Bruder. Somit geht für dich die Zukunft auf, die Shirley die prophezeite. Ein Anwesen und deine Leiche in einem offenen Grab, umgeben von Kerzenschein. Und dein Bruder, der nicht mehr am Leben ist. Kommt, kommt ihr alle, kommt nach Nebula, in die Geisterstadt der Nebel.